Vanille aus dem Gewächshaus? Geht das? Ursprünglich stammt die Vanillepflanze aus Mexiko. Heute wird Vanille vor allem in Madagaskar und auf der Nachbarinsel La Réunion angebaut. Doch dorthin wurde sie eingeführt. Das Problem: Insekten und Kolibris, die die Bestäubung übernehmen, fehlen hier. Vanilleblüten öffnen sich nur ein einziges Mal und nur für wenige Stunden. Dann müssen sie mühsam von Hand bestäubt werden. Forschern in den Niederlanden ist es nun gelungen, Vanillepflanzen in Gewächshäusern zu kultivieren. Sie fanden die richtige Mischung aus Licht, tropischen Temperaturen, Wasser und Dünger. Doch auch in den niederländischen Gewächshäusern werden die Blüten aufwendig von Hand bestäubt. Pionierarbeit für eine Zukunft jenseits der Tropen.